So, es ist Sonntag, Ostersonntag. Oh, Litera hat mir einen Kommentar geschrieben. Ja, und damit beginnt der Lesemarathon 2017. Und zwar habe ich mir dieses Buch ausgesucht, mit dem ich jetzt starten werde. Und ja, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und werde bestimmt noch bis 1 Uhr, vielleicht auch bis 1:30 durchhalten. Weil, ja, ich muss ja einiges schaffen. Ne? Also wie gesagt, 22 Stunden. Das ist übrigens immer so meine Lieblingsleseposition. Zwei Kissen auf den Schoß und das Buch drauf. Und dann können mich auch dicke Bücher mit 1000 Seiten, richtig schwere Wälzer, überhaupt nicht schocken. Ja, wir starten. Es startet wie so häufig mit Zitaten. Und zwar einmal ein Zitat von Oscar Wilde: Die meisten Leute sind nicht sie selbst. Oh oh. Und ein Zitat von Richard Kadrey: Erinnerungen sind wie Geschosse. Manche ziehen vorbei und erschrecken dich nur, andere reißen dich in Stücke. Nun gut. So, Madame macht sich auch bettfertig. So, 24 Minuten gelesen. Seite 29. Ich habe aber zwischendurch auch noch ab und zu meiner Fritzi geguckt und Kaffee gekocht. Also so kann es weitergehen. Dann schaffe ich das auch gut. Ich bin jetzt bei Kapitel 2. Das erste Kapitel ist gelesen von diesem Buch hier. Warte, ich hole eben den Umschlag. So, das Buch Der Spiegel. Und meinetwegen kann es genauso weitergehen. Also wir lesen hier gerade, Entschuldigung, ein Manuskript von einem Autor, der erzählt, wie er in den 80er Jahren an der Princeton-Universität studiert hat. Und zwar ist der Mann aus Brooklyn und beschreibt total klasse, oh, der Tiger, wie die Zeit damals so war. New York in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Fand ich total interessant. Der Schreibstil ist sehr, sehr ansprechend, sehr blumig, sehr ausschweifend, lange Sätze, verschachtelte Sätze, eigentlich das totale Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet habe, aber es gefällt mir wirklich ausnehmend gut. Ja, ich werde jetzt noch weiterlesen, weil das Buch mich jetzt richtig in seinen Bann gezogen hat. Also es ist im Moment echt interessant, wie er die 80er Jahre beschreibt, so das Ende der 80er Jahre. Ich zeige euch hier mal gleich einen kleinen Auszug von. Und zwar schreibt er hier, welche Filme er gesehen hat. Könnt ihr es sehen? Dirty Dancing, Spaceballs und die Unbestechlichen. Und ich habe tatsächlich letztens nochmal Spaceballs gesehen. Ha, war das schön, ne? Ihr kennt alle den Möter, halb Mensch, halb Köter. Und dann hier unten beschreibt er die aktuellen Hits, darunter Songs von Lionel Richie, George Michael, Gott hab ihn selig oder Fleetwood Mac. Alles große Idole meiner Jugend. Vor allen Dingen fand ich George Michael klasse, als er sich endlich von diesem unsagbar schlechten Duo Wham losgesagt hat. Solo war der Mann einfach Granate. Und Fleetwood Mac, ich meine, da kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Alternativrock, Jazz, Kassetten und CDs. Ich habe übrigens meinen ersten CD-Spieler mit 16 Jahren bekommen. Das war 1986. Und den habe ich immer noch. Der läuft auch noch.
Also stellt euch vor, hier treffen sich drei zum Essen. Zwei Studenten und ein Professor. Und die Studentin fährt, die trinkt also nichts, doch sie trinkt ein Glas Wein. Aber die anderen beiden trinken zum Aperitif einen, ich glaube, es war ein Gin Tonic. Dann teilen die drei sich drei Flaschen Rotwein. Dann gehen sie über, hier sagt er, richtige Männer trinken Whisky. Erneut stand er auf und kam dann mit einer Flasche Lagavulin, ich kenne mich mit Whisky überhaupt nicht aus, ich mag das nicht, und einer Schale Eiswürfel zurück. Die Flasche war schon halb leer, als er es sich anders überlegte und sagte, das beste Getränk, den Beginn einer wundersamen Freundschaft zu feiern, sei Wodka. Okay, also drei Flaschen Wein, ein Gin Tonic, eine halbe Flasche Whisky und dann Wodka. Wie betrunken ich war, merkte ich, als ich aufstand, um ins Bad zu gehen. Bis dahin hatte ich mich wacker gehalten. Die Beine gehorchten mir nicht und ich wäre fast kopfüber zu Boden gestürzt. Ja, das wäre mir auch passiert. Alter Schwede. Ja, 50 Seiten gerade gelesen und es bleibt spannend, obwohl eigentlich überhaupt nichts passiert. Der Schreibstil ist einfach mega inspirierend, finde ich. Richtig, richtig cooles Buch. Ich freue mich weiterzulesen. So. Es ist 1.30 Uhr. Und ich bin langsam müde und werde jetzt ins Bett gehen. Aber das Buch nehme ich natürlich mit und werde noch so lange weiterlesen, bis mir die Augen zufallen. Und ja, und dann melde ich mich morgen früh wieder. Oder morgen Mittag. Und während ich heute Nacht den Schlaf der Gerechten schlafe, wacht Fritzi auf meiner Fensterbank und passt auf, dass keine bösen Menschen ins Haus kommen. Denn ich wohne ja Erdgeschoss.